Hallo Nida, ich bin extra dahergekommen zu uns ins Hundezentrum. Ich sehe immer so Situationen mit Hunden. Ich arbeite viel mit Menschen. Oder? Ich bin immer so fasziniert. Einmal gelingt es nicht. Der gleiche Hund mit dem gleichen Hundehalter. Ich gehe noch einmal joggen, kann ich ganz entspannt durchrennen, weil ich sehe im Hundehalter schon an, der ist gut drauf. Und manchmal denke ich, du weißt nicht, wie die Hunde anfallen. Und ich als Nicht-Hundehalter, mich nimmt es natürlich erstens mal Wunder, was braucht eigentlich so einen Hund wirklich? Wie funktioniert, wie kommuniziert er auch? Oder? Und das andere natürlich, nicht mehr Wunder, was geht da genau ab? Was braucht der Hund von seinem Meister und wie sollte das Verhältnis idealerweise sein? Also was ganz klar ist, ein Hund braucht Sicherheit. Er muss wissen, was will er von mir? Oder was will ich von ihm? Und das beruht natürlich auf Vertrauen. Und da die zwei Sachen sind mal wichtig, dass ich dem Hund sage, los, die Regeln haben wir, da müssen wir uns daran halten, hast du schön, wir können entspannt laufen. Und konsequent hat immer gleich nicht. Okay. Einmal Judi Hui und das nächste Mal mag es gar nichts mehr. Das ist einfach gewisse rote Faden durchs Leben. Das ist also die Klarheit, die genau. Konsequenzen, klar. nicht verwechseln, nicht mit streng sein. Nein. Aber einfach immer das Gleiche, genau. Gleich loben, gleich daten. Genau, das hat überhaupt im Gegenteil lächeln und sagen, hey Kollege, nicht rumbrüllen. Also die Lautstärke sowieso gab vergessen, auch halt wirklich locker und nicht militärisch da. Der Hund ist so feinfühlig, der spürt genau. Und zwar schon, wenn du zum Haus ausgehst oder zum Auto aus, der merkt, aha, so ist mein Chef drauf. Und eigentlich kann man immer sagen, hey, heute ist mein Hund so drauf, wo liegt es? Okay, das ist wie der Spiegel. Genau. Wie das Pferd. Okay, dann eigentlich sagt er mir permanent, wo stehe ich gerade, dann müsste eigentlich gar nicht mit dem Hund anfangen gestikulieren, sondern kann nur geschwind reinschauen und sagen, wow, hey, was mache ich anders? Genau. Also ähnlich wie ich mit dem Menschencoaching am Kind sage, du musst nicht das Kind zurechtweisen, sondern einfach sagen, oh, der sagt mir gerade etwas, wo ich stehe. Genau. Genau das gleiche Muster. Genau.